Magdeburg feiert den Tag des Handballs im Einkaufszentrum Bördepark. Deswegen haben der Bördepark und der SC Magdeburg gemeinsam eine Autogrammstunde mit der kompletten Handballmannschaft des SCM veranstaltet. Zahlreiche Fans kamen zur Mittagszeit in den Bördepark und holten sich ihre Autogramme von ihren Handballstars ab. Doch es gab nicht nur Autogramme, sondern auch bis zu 200 Freikarten für das kommende Europapokalspiel gegen Granollers. Natürlich war auch Europameister Finn Lemke an diesem Tag sehr gefragt. Mindestens genauso ging es aber auch SCM-Urgestein Yves Grafenhorst. Er verlängerte vor kurzem seinen Vertrag mit dem SC Magdeburg um eine weitere Saison. Ja, freue ich mich natürlich tierisch drüber. Weiter gibt es da nichts zu sagen. Ich habe darauf gehofft und darauf hingearbeitet, dass ich schnell wieder gesund werde nach meiner Schulter-OP. Und dass das jetzt alles so gut geklappt hat, freue ich mich tierisch drüber. Yves Grafenhorst kam im Jahr 1997 im Alter von 13 Jahren von Wacker Westeregeln zum Nachwuchsbereich des SC Magdeburg. Bis heute ist er dem SCM treu geblieben, in guten wie auch in schlechten Zeiten. Ja, wir haben natürlich zusammen den Hohen und Tiefen erlebt im Verein. Ja, wir haben, ich denke, wo wir zusammen unseren Höhepunkt gefeiert haben, war der EF-Cup-Sieg und auch letztes Jahr das Final Four, die letzte grandiose Saison. Wir haben auch tiefer erlebt, wo es der Verein weniger gut ging und haben wir gemeinsam durchgestanden. Ja, es ist natürlich eine sensationelle Geschichte, also und einzigartig, glaube ich, in Deutschland, dass man so lange in einem Verein ist. Ich finde es super, wie Yves sich jetzt wieder zurückgekämpft hat nach dieser Schulteroperation und auf jeden Fall aufsteigende Form, wie die ganze Mannschaft auch und bringt da jetzt konstant gute Leistungen und alle drei Tage ein Spiel. Das ist jetzt nicht einfach, aber hat da viel gearbeitet, hart für gearbeitet und sich das absolut verdient. Mit Stefan Kretschmar teilte er sich bis 2007 die Linksaußenposition. Heute hat der 30-Jährige mit Matthias Musche und Youngster Vincent Sohmann gleich zwei Leute neben sich. Beiden konnte Yves schon reichlich Ratschläge und Tricks mit auf den Weg geben. Als ich noch jung war, da war Yves gerade so, war Yves Zeit gerade so. Und dann konnte ich verfolgen, wie er in manchen Champions League Spielen vor allem auf der vorgezogenen Position in der Deckung ziemlich gute Spiele gemacht hat. Und klar nimmt man da viel mit. Ja, kotzt mich natürlich tierisch an, dass Yves verlängert hat, ja. Also, nein, natürlich, ich freue mich, wir spielen jetzt schon seit einigen Jahren zusammen auf der Position und kommen da auch gut klar. Ich habe sicherlich viel von Yves gelernt, kann ihn auch immer fragen, wenn es da Probleme gibt oder so und freue mich da, dass da die Zusammenarbeit weitergeht. SCM-Trainer Bennett Wiegert kennt seinen Linksaußen schon seit der Jugend, früher als Mitspieler und heute als Schützling. Er weiß Yves Qualitäten sehr zu schätzen und freut sich auf ein weiteres Jahr mit ihm. Also es gibt viele prägnante Erlebnisse, die alle hier zu erwähnen, würde wahrscheinlich der Rahmen brechen. Ich freue mich auch in meiner neuen Funktion als Trainer sehr, natürlich noch ein Jahr mit Yves zusammenzuarbeiten. Ich glaube, er ist gerade in einer guten Form, in einer hervorragenden Verfassung. Ich hoffe, das bleibt noch lange so und er kann das ordentlich genießen und uns weiterhin so gut helfen, wie er es gerade macht. Im nächsten Jahr ist Yves Grafenhorst 20 Jahre beim SC Magdeburg und zieht somit mit Steffen Stiebler, der ebenfalls 20 Jahre als Spieler beim SCM aktiv war, gleich. Hoffen wir, dass auch er uns nach seiner Spielerkarriere erhalten bleibt.